Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Let's Plays Hof Bergmann im LS19. Hab irgendwie noch keine so richtige Anmoderation jetzt gefunden. Ich habe mir gedacht, ich mache sie vielleicht genauso wie im 17er, aber das ist ja auch blöd, gell? Oder was ist euch lieber? Braucht ihr auch eine Konstante im Leben? Ich finde, jeder Mensch sollte mindestens eine haben. Naja, wie dem auch sei. Ich wollte mich zuallererst mal bei euch allen für euer tolles Feedback bedanken. Also dafür vielen, vielen lieben, herzlichen Dank an euch alle. Das war ja der Hammer. Mit so viel habe ich gar nicht gerechnet. Aber hat mich wahnsinnig gefreut. Also ganz ehrlich, ja. Da macht mir das Ganze doch gleich doppelt und dreifach Spaß. Ich war schon die ganze Zeit mit dem total falsch eingestellten GPS. Wieso sagt keiner was? Ja, ich komme spitzenmäßig klar damit. Ganz super, ja. Irgendwie hat es mir das jetzt auch... Ich bin ja auch doof, oder? Ich wollte jetzt bloß hier schnell... Naja, ist wurscht. Dann machen wir die Bahn halt auch... Also, das sollte eigentlich bloß schnell das Vorgewende sein. Machen wir halt auch mit GPS. Wäre eigentlich schon richtig eingestellt gewesen. Ich wollte hier nur Vorgewende machen. Egal. Seht ihr, ich bin schon wieder völlig durcheinander. Nein, so schlimm ist es nicht. Ich glaube, das liegt einfach am Wetter. Jetzt kann ich auch wieder täglich hier über das Wetter jammern, gell? Ich habe leider diesen Sommer sehr viel über das Wetter zu jammern, weil der Sommer bei mir ist quasi nicht vorhanden. Also ich rede jetzt hier von mir, gell? Wie es im Rest von Deutschland aussieht, das habe ich ja zum Teil mitbekommen schon in den Livestreams. Durch all die Erzählungen, wo es immer so heiß ist. Und ich kann euch sagen, mein Neid ist euch sicher. Also ich sitze jetzt hier gerade, wenn ich so rausgucke, wir haben Dauerregen. Es ist sehr dunkel und trüb und komplett bewölkt und sehr, sehr neblig und sehr kalt. Also 14 Grad an der Hauswand. Eieiei. Also ich sage ja nichts gegen Regen, gell? Überhaupt nicht, um Gottes Willen. Aber es sollte halt dann nicht immer so extrem abkühlen, finde ich. Ich bin auch gespannt, wie es das Jahr mit dem Heu ist. Mein Heubauer hat sich bis jetzt nicht gemeldet, also der hat noch gar nichts gesagt. Ich denke, der war... ein bisschen im Stress, weil letzte Woche hatten wir gerade mal drei schöne Tage. Das war ein extrem kurzes Zeitfenster. Und ich denke, dass die da alle wahrscheinlich gefahren sind wie die Wilden. Und jeder hat natürlich geguckt, dass er sein Heu reinbringt. Gott sei Dank war es windig. Also es war nicht brutal heiß, aber dafür war es schön windig. Das ist ja wichtig, gell? Da trocknet es ja fast schneller als über die Sonne. Wenn immer so ein schöner Wind dazu noch geht, ist perfekt. Na, ich denke, es wird nicht so schlimm, wie wir es schon mal hatten, wo das Heu so extrem knapp war. Dafür hat es hier Gott sei Dank ausreichend geregnet. Aber ja, man merkt es schon an die Pflanzen zum Beispiel. Also ich merke es ganz extrem. Ich habe auf dem Balkon habe ich Kapuzinerkresse. Sehr, sehr viel, weil ich eigentlich dringendst die Blüten bräuchte für die Dornschwanzagamen hier. Habe ich ja drei Stück im Terrarium und die stehen auf Blüten, hauptsächlich rot, und vor allem die Kapuzinerkresse fressen sie unheimlich gern. Und ich habe die auch so angepflanzt, wie es eigentlich, ja, wie es gehört, also wie es da stand, recht früh. Ich habe den Frost abgewartet. Leider Gottes waren das ja auch die Eisheiligen sehr zuverlässig und recht lang. Also die kamen ja schon eine Woche vorher. Und ich habe es dann auch raus und es war frostgeschützt und alles. Und die meisten sind auch aufgegangen, die Pflänzchen, und gewachsen, aber halt einfach nicht genug. Es war zu kalt und wir hatten viel zu wenig Sonne. Also ist echt schade. Da werde ich das ja nicht viel Blüten rauskriegen. Ja, ansonsten, also was mir aufgefallen ist, in der letzten Aufnahme, fällt mir jetzt gerade so ein, meine Maus hört mir arg laut, ich weiß gar nicht wieso. Ich hoffe, das stört nicht so arg, weil da kann ich leider Gottes, da kann ich echt nichts machen. Also ich habe schon eingestellt, dass es möglichst die Hintergrundgeräusche rausfiltert. Aber die Maus ist schon ziemlich dominant, Tastatur hört man auch. Aber bis jetzt hat sich keiner beschwert, ich hoffe, das ist... Ich hoffe, da kommt auch nichts mehr.
Jetzt geht's mal wie im Livestream, Menschenskinder. Ich wollte euch nur so viel Zeug erzählen und weiß schon wieder die Hälfte nicht mehr. Aber es ist ja auch so viel passiert, wenn ich überlege, wann habe ich eigentlich das letzte Let's Play gemacht? Das war LS17, gell? Ich habe im 19er noch kein LS Let's Play. Ach so, die Mods habe ich, was heißt die Mods? Ich habe den Mähdrescher habe ich jetzt rausgeschmissen. Das war jetzt nicht bloß der... Halt, der ist... Das war nicht bloß der Sound. Der hat auch so noch ein paar Marken gehabt. Den habe ich jetzt rausgeschmissen und dann gleich noch ein paar andere Sachen auch. Wo mir aufgefallen ist beim Durchgucken, dass ich das eigentlich schon ewig nicht mehr benutzt habe. Das sollte man ja immer von Zeit zu Zeit machen. Also das ist ja das, was wir euch auch immer predigen. Immer schön den Mod-Ordner aufräumen und die Sachen, die man wirklich wenig bis überhaupt nie benutzt, am besten rausschmeißen. Also nicht bloß Haken raus, sondern einfach auch aus dem Mod-Ordner raus. Und dann soll es da auch keine Probleme geben. So. Schau mal auch wieder auf die Seite. Was sagt ihr eigentlich zu der Farbkombination hier? Hä? Oh, ui, ui. Das war schon wieder ein bisschen zu wild. Ich weiß. Ach so, Mensch, das wollte ich euch auch noch sagen. Ihr werdet lachen, gell? Aber in die Kommentare war ja Krü so lieb. Ja, ich darf ihn Krü nennen, das weiß ich. Und, hat mich darauf hingewiesen, dass man ja auch über das Spielmenü unter Mods die Mods rausschmeißen kann. Vor allem, wenn man sie im Mod-Ordner nicht mehr findet, weil ich ja gesagt habe, manchmal heißen die ein bisschen anders. Ne, der Kurs passt. Jetzt wollte ich gerade sagen, vielleicht verschiebe ich eine Wengel, aber nein. Ja, auf jeden Fall, da gebe ich frei zu, gell? Ich habe das mir noch nie anguckt gehabt. Ich habe es vielleicht, ich weiß gar nicht, es kann auch sein, ich habe es überhaupt nie anguckt, wo der 19er rauskam. Das war mir bis dato völlig fremd. Ich habe das immer so oldschool über den Mod-Ordner gemacht. Aber ich glaube, ich weiß jetzt auch, wo das herkommt. Das stimmt doch nicht. Ich glaube, ich weiß jetzt auch, wo das herkommt mit diesem Installieren. Weil da steht nämlich bei den Mods immer installieren und deinstallieren. Ich glaube, daher kommt es, wo immer so viel sage, wo ich dann immer sage, das installiert man eigentlich nicht. Also installieren kann man das doch auch gar nicht nennen, oder? Ich meine, du nimmst die ZIP-Datei und schmeißt sie im Mod-Ordner. Also, ich weiß nicht. Aber ich glaube, daher kommt es. So hat sich das irgendwie auch wieder eingebürgert. Also Krü auf jeden Fall an dieser Stelle auch nochmal ein Dankeschön dafür, gell? Ich wusste es wirklich nicht. Weil es ist ja auch nicht schlimm, man kann nicht alles wissen. Ich habe es auch nie benutzt, gell? Ich bin ja so immer sehr gut damit klarkommen. Bei mir ist es auch nicht so tragisch. Ich habe ja, eh wahnsinnig wenig Mods. Also von daher finde ich mich in meinem Mod-Ordner schon noch sehr gut zurecht. Jetzt muss ich mal kurz gucken. 420. Er sagt 444. Aber er nimmt alles mit, also lassen wir es. Naja, ihr seht, man lernt nie aus, gell? Und vor allem, ich bin bisher auch noch gar nicht dazu gekommen, dass ich mich jetzt da so grausig viel umguckt habe, was es Neues gibt an Mods. Ich habe wohl der ein oder andere mitbekommen, klar. Aber dass ich jetzt mich da immer so aktiv auf dem Laufen gehalten habe, vor allem auf Mod habe, da hänge ich wirklich hinterher. Wobei ich sagen muss, ich wüsste jetzt auch gar nicht, gibt es irgendwas total Spektakuläres, was man sich mal angucken sollte? Wäre mir jetzt nichts bekannt. Also ihr dürft mir da natürlich auch gern wieder
mich auf Sachen hinweisen, gell, oder sagen, Mensch, da, guck mal, es wird doch dahin passen. Dürft ihr natürlich jederzeit, wie immer, aber dann bitte natürlich auch nicht enttäuscht sein, wenn ich mich dagegen entscheide, gell. Ich kann leider auch nicht alles ausprobieren, was ich vorgeschlagen kriege. Weil das artet halt dann irgendwann auch aus. Also sonst sind wir irgendwann bloß noch am Testen und Probieren. Was machen wir jetzt eigentlich mit dem Raps? Das ist die Frage. Ich glaube, wir lagern alles erstmal ein. Wird am gescheitsten sein. Beim Geld weiß ich auch noch nicht. Also der Kontostand wird so auf jeden Fall nicht bleiben. Ziel ist natürlich, ihn zu erhöhen, klar. Nee, ich meine, also falls wir dann irgendwann auf die nächste Version wechseln und eben, wie gesagt, einen neuen Spielstand anfangen. Ich habe ja gesagt, ich versuche das Ganze möglichst so herzurichten, wie wir es dann auf dem alten Spielstand hatten. Aber ich denke, ich werde dann auch mit etwas niedrigerem Kontostand anfangen, weil jetzt haben wir ja ein ziemlich gutes finanzielles Polster. Wir haben auch keinen Kredit mehr, den habe ich abbezahlt. Wobei ich gar nicht weiß, wieso. Ich hätte eigentlich den Kredit lassen sollen. Weil ich finde, es ist auch immer eine schöne Möglichkeit zum Geld verbrennen, weil man hat halt immer diese Rate, die einem abgezogen wird. Aber jetzt gucken wir mal. Das ist jetzt gerade mal die zweite Folge. Jetzt muss ich sowieso gucken, wie das alles anläuft. Ich glaube, der Drescher war eine blöde Idee, oder? Vielleicht doch zu klein. Ich habe das Feld unterschätzt. Das sah so klein aus in der Übersicht. Vielleicht steigen wir doch oben auf einen größeren. Aber nicht auf der ganz große. Mittlerer. Aber den mittleren kann ich dann wieder nicht schön einfärben. Also lackieren. Mein Gott, das sind wieder Probleme. Ich kann es euch sagen. Seht ihr? Zweite Folge und schon geht es wieder los. Vielleicht so ein mittelklein großes Zwischending. Irgendwas Hübsches. Weil das ist ja Wahnsinn. Das ist ja hier eigentlich schon wieder Arbeit für einen Livestream. Mein Gott, bis man guckt, sind 3 Stunden rum und das Feld ist immer noch nicht fertig. Wieso habe ich jetzt den Drescher ausgemacht? Brauche ich gar nicht. So ein Rotzematsch haben wir auch noch war denn den im DLC mit dabei? Irgendeinen habe ich, den habe ich glaube ich noch nie anguckt, geschweige denn gekauft und ausprobiert. Also ich hänge ja dermaßen mit allem hinterher, das ist ja Wahnsinn. Aber gut, haben wir natürlich auch hier viel zu tun, gell? Was die Grabbelgruppe angeht, unser Bestand wächst. Wir sind jetzt mittlerweile bei an die 160. Vogelspinnen und Springspinnen, versteht sich. Oh, naja, komm, das bisschen hätte es ja jetzt so. Ah, egal. Egal, wie der Wendler singen wird. So. Ah ja. Jetzt kann ich noch gut durchswitchen. Wir haben noch nicht viele Fahrzeuge. Aber schön im Singleplayer. Jetzt kann ich echt wieder per Innenansicht fahren. Das ist kurios. Naja, muss ja nichts Schlechtes sein, gell? Ja, ansonsten außerhalb vom LS spieletechnisch, da kommen jetzt ein paar interessante Sachen raus. Also Herbst diesen Jahres, dieses Cyberpunk
mit irgendeiner Zahl dahinter. Was war es denn? 2077 oder irgendwie sowas? Oder 7722? Ist ja egal. Ihr wisst garantiert eher als ich, um welches Spiel es geht. So, ein bisschen voll. Nein, also ihr wisst schon, welches ich meine. Das kommt ja. Das ist ja Leitplanke. Das kommt ja im Herbst raus, wobei ich mir da echt nicht sicher bin, ob das auf meinem PC überhaupt noch läuft. Also es wird laufen, aber halt mit welcher Grafikeinstellung ist die Frage. Da bin ich jetzt deppert. Weil wie fahre ich denn? Ich muss ja komplett vom Feld runter. Die Frage war übrigens rhetorisch, gell? Da können wir es schon durchmogeln. Ja, also wegen dem Cyberpunk, die Frage ist halt, mit welcher Grafik es dann auf meinem PC laufen wird. Ich hatte bei Red Dead Redemption 2 schon meine Probleme, also ich muss die Grafik so weit runter machen, das sieht echt, ja, das sieht zum Teil schon kacke aus. Dann kommt nächstes Jahr im Frühjahr Far Cry 6, ist ja angekündigt. Und ich denke, ich werde mir auch nur Assassin's Creed angucken. Das habe ich ja gesagt, ich will es unbedingt mal ausprobieren. Da hat mich Andi irgendwie angefixt drauf. Wir hatten es so davon. Und dann hat er das so toll beschrieben. Und irgendwie habe ich dann voll Bock gekriegt, das mal anzuspielen. Assassin's Creed habe ich auch noch nie in meinem Leben gespielt. Also keinen Teil. Ich glaube, da habe ich was verpasst. Es ist wie mit Far Cry. Herrschaft der Spiegel. Ah. Oh, ich habe vergessen, die Garage zu kaufen, glaube ich. Oder? Ha ja. Seht ihr? Da. Schon wieder fast 23.000 Euro weg. Mensch, da wünschte ich mir die Fernbedienung wieder aus dem 17er, hey. Die kam meinem grundsätzlich doch sehr faulen Naturell extremst entgegen. Oleg, ich glaube, das kriege ich in ihrer Ansicht nicht hin, oder? Jetzt gerade? Weiß ich nicht. Wo sind wir? Sind wir da? Ich sehe nichts. Oh. Nein, das war nichts. Aber fast, gell? Ich hätte einfach nicht so blöd wild lenken sollen. Egal. So, Raps rein. Ich mache jetzt hier mal auf. Ich mag das, wenn alles auf ist. Frische Luft fürs Getreide. So. Ist ja irgendwie lustig, dass momentan bei mir im Hintergrund so arg ruhig ist. Gell? Man hat ja, glaube ich, in der letzten Folge die Graupapageien nicht gehört, die Komodratoren sowieso nicht. Bei dem Wetter halten sie sich auch arg ruhig. Da wollen sie auch gar nicht raus. Aber wer will das schon? Wie sagt man so schön, bei dem Wetter jagt man keinen Huhn vor die Tür. So, ihr Lieben, dann würde ich sagen, kommen wir für diese Folge zum Ende. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen weiter dreschen. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin, tschüss!